Jedes Jahr waren wir auch dieses Jahr 2019 wieder auf Seeland, um Urlaub zu machen. Unsere Unterkunft ist wie immer in Westkapelle. Hier sieht man die Angelstellen in Westkapelle, an denen ich angel. Der Deich, der Steg und der Westkapeller Creek. Hier werden Forellen und Bachforellen besetzt. Tageskarten, Wochenkarten gibt es am angrenzenden Campingplatz. Diese Angelstelle rot markiert ist am Strand von Suteland, direkt im Zentrum über die große Treppe runter zum Strand. Ein sehr beliebter Angelplatz ist auch dieser Hotspot bei Nelteians. Hier ist eigentlich immer in der Saison mit Hornecht zu rechnen. Die Stelle lässt sich wunderbar mit dem Auto anfahren und man hat nur wenige Meter, um seine Angelstelle einzunehmen. Je nachdem, wie in Westkapelle oder in Nelteians die Fische beißen und das Wetter ist, beziehungsweise die Windstärken variieren, wechseln wir auch schon mal nach Rietem an den Strand. Hier ist der Parkplatz oder meine Angelstelle in Nähe von dem Minicamping. Man kann wunderbar parken und fußläufig seine Angelstelle erreichen. Wir wählten an Tag 1 die Stelle in Nelteians aus, da es in Westkapelle aufgrund der Wetterbedingungen einfach nicht möglich war, gezielt aktiv auf Hornecht zu angeln. Als Köder verwende ich Lachsforellenstreifen. Die Köder schneide ich mir einen Tag abends zu Hause schon vor. Zur Aufbewahrung verwende ich eine kleine Kunststoffbox mit Aluminiumfolie. Durch die Aluminiumfolie halten sich die einzelnen Streifen über Tage in der Kühlbox frisch. Die Forellenhaut hat hier eine dunkle und eine etwas hellere Seite. Je nach Wetterlage bzw. Lichtverhältnissen wähle ich dementsprechend die Köder aus. Den Haken versuche ich immer in eine der Ecken einzuhaken. So wird langsam beim Einholen der Köder in eine Rotation versetzt und trudelt verführerisch im Wasser. Hier kann man schön sehen, dass ich die Köder ca. 3 bis 5 cm lang schneide, spitz zulaufend und am oberen Ende zwischen 5 und 7 mm breit sind. Als Route verwende ich hier eine Karpfenroute mit einer 3500er Stationärrolle mit einer 010er geflochtenen Schnur. Als zweite Route auf Hornecht verwende ich eine Matchroute, eine Heavy Match mit einer Länge von 4,45. Darauf habe ich eine 4000er Stationärrolle mit einer Übersetzung von 6,2 zu 1. Als Schnur verwende ich hier ebenfalls eine geflochtene mit einer Stärke von 0,8 mm. Die Vorfächer, die ich verwende, binde ich mir selber aus 0,18er Fluorcarbon mit einem 6er oder 8er Forellenhaken. Die Länge variiert zwischen 2,5 und 4 Meter Länge. Um Zeit zu sparen, habe ich mir schon eine kleine Auswahl an verschiedenen Längen und verschiedenen Stärken vorab gebunden und bewahre diese in einem Etui auf. Die Beschriftung auf dem Aufroller passt nicht mehr. Die Beschriftung, wie sie da drauf ist, habe ich noch ungefähr vor 4 Jahren gefischt. Die sehende Pose ist aus dem Forellenbereich, damit fische ich auch in Dänemark auf größere Distanz. Durch ihre Dartcaster-Form fliegt sie relativ stabil und sehr weit. Dadurch, dass die Schnur relativ viel Rotation abbekommt, verwende ich generell einen Dreifachwirbel. In dem Fall habe ich oben auf der
Bombarde, zwei Stopper gesetzt, damit mir die Schnur nicht zu weit absinkt und ich direkten Kontakt zum Fisch habe. Um den Köder etwas tiefer zu fischen wie oberflächennah, verwende ich ein Bleischrot von 0,4 Gramm, ein Softblei und mache dieses ungefähr 40 cm bis einen halben Meter vom Köder entfernt auf die Vorfachschnur. Falls die Fische doch unter der Oberfläche stehen sollten, kommt das Bleischrot wieder runter und der Köder wird komplett unter der Oberfläche gefischt. Ich habe mich vor dem Urlaub ein bisschen über die sozialen Medien informiert, wie die aktuelle Hornhechtlage ist in Westkapelle. Leider konnte ich nur lesen, dass überall wenig Schnecken zu verzeichnen sind. Und eine gute Bekannte berichtete mir aus Westkapelle, dass die Woche bevor ich gefahren bin, es nur frostige 8 Grad waren mit Sturm und extremen Regenschauern. Das sollten nicht die besten Verhältnisse werden, um eine Woche später in Westkapelle auf Hornhecht zu angeln. Die Stelle hier ist auch bei Wolfsbarschanglern sehr begehrt, da die Fische hier direkt vor dem Flutwehr an den Steinpackungen vorbeiziehen und kleine Köderfische jagen. Nach ca. 3 Stunden Angelzeit ohne Biss hatte ich schon fast die Hoffnung aufgegeben und befürchtete schon, dass noch keine Fische an der Küste sind. Ich wollte gerade schon die Ruten reinholen und einpacken, da bekam ich den langersehnten ersten Biss. Wenn wenig Fische an der Küste sind, muss man wirklich ausdauernd sein und viel Geduld mitbringen. Den vorderen Bereich der Steinpackungen sollte man sehr vorsichtig betreten, da hier das Seegras extrem glitschig ist. Ja? Ja, ein Fisch und alles vertüttelt, ey Mann! Aber ein Fisch! Ja. Ganz einschleimig. Ja, ich weiß, das war ein ganz leises Mimimi. Und Scheiße, ich wollte gerade einpacken. Ich hab's gesehen. Ich habe eigentlich auch gedacht, du bist am Einpacken. Nach dem ersten gelandeten Hornhecht probierte ich mein Glück noch eine weitere Stunde. Endlich der nächste Biss. Mist und weg.
Ist weg. Ist weg. Ja, ich weiß, das zweite Mimimi dieses Tages. Ist nicht schlimm. Den zweiten Tag probierte ich es am Creek, nachdem ich mir die Wochenkarte gelöst hatte, mit Ultraleicht auf Forellen. Wir hatten die ganze Woche mit dem Wetter ein super Glück, es war immer zwischen 15 und 17 Grad und kein einziges Tröpfchen Regen. Ich konnte schon nach den ersten Würfen immer wieder ufernah sehen, wie kleine Barsche meinem Spoon hinterherliefen. In dem See gibt es einen sehr guten Karpfenbestand und regelmäßig werden Forellen und schöne Bachforellen besetzt. Man kann den See wunderbar über einen Trampelpfad umlaufen. Einige Stellen sind auch wirklich für Angler schön angelegt worden. Leider streikte an diesem Tag der Akku von meiner GoPro und somit konnte ich nur die ersten paar Würfe der Tagestour filmen. Für eine Runde um den See braucht man circa 1,5 bis 2 Stunden, wenn man alle Stellen ordentlich abfischt. Leider ist es mir an dem Tag nicht gelungen, eine Forelle ans Band zu bekommen. Bei meiner Runde um den See konnte ich hinten im Schongebiet einen schönen Plattfisch ufernah direkt im klaren Wasser wunderbar filmen. Nachdem ich am Westcapella Creek ohne Biss geblieben bin, probierte ich mein Glück nochmal gegen Nachmittag auf dem Steg von Westcapella auf Hornhecht. Bei meiner Ankunft an dem Steg traf ich noch einen Angler, der sein Glück vor mir probierte. Er war schon von morgens an da gewesen, probierte es auch auf Hornhecht und auf Wolfsbarsch, jedoch komplett ohne Erfolg und berichtete mir auch, dass die ganze Woche, in der er schon da am Angeln war, nicht einen einzigen Biss bekam. Trotz allem probierte ich mein Glück, man weiß ja nie, was passiert. Aktuell kann man hier sehen, dass das Wasser ablaufend ist und ich kurz vor dem Tiefstand der Tide war. Der Steg ist auch beliebt bei Krebsfischern, die ihre selbstgemachten Krebsreusen bzw. aus Fahrradspeichen mit Netzen belegt und Fischfetzen auf Krebsjagd gehen. Der Steg ist auch ideal für Angler, die im Rollstuhl sind oder generell Gehschwierigkeiten haben.
Einen Tag vorher hatte die Rettungswache einen Tag der offenen Tür mit Veranstaltungen für Kinder sowie eine Vorführung von Rettungsaktionen mit dem Rettungsboot und Helikopter. Gemerkt? Nö. Hier kann man schön erkennen, wie das ablaufende Wasser durch die Strömung das Sediment aus dem Sand zieht und das Wasser sich braun verfärbt. Viele holländische Angler sagen, auch bei braunem Wasser fängt man keine Fische mehr. Ein Garant für Fischstellen ist eigentlich diese Strömungsfahne, die ich hier rot markiert habe. Diese weiße Schaumkrone auf dem Wasser zeichnet quasi an der Oberfläche die Strömungskante ab. Der blau markierte Bereich ist, wie gesagt, dieses braune Wasser, in der sich dann bei Ebbe die Fische nicht mehr gerne aufhalten. Am Tag 3 probierten wir unseren Lieblingshotspot mittlerweile in Rietem aus und hatten die Hoffnung nicht aufgegeben, hier ein paar schöne Hornhechte zu fangen. Im Zeitraffer habe ich mal den Aufbau zusammengefasst. Die Karpfenroute mit dem etwas größeren Schwimmer lege ich nach rechts in die Strömung aus, die kann dann machen, was sie will. Und mit meiner anderen Route schleppe ich aktiv nach den Hornhechten. Aus meiner Erfahrung her probiere ich immer bei ablaufendem Wasser so circa 1,5 bis 2 Stunden vor Tiefstand mein Glück auf Hornhecht. Dadurch, dass die Steinpackungen an der Küste durch die Ebbe freigegeben werden, müssen sich die Kleinfische bzw. die Futterfische der Hornhechte ins leichtere Wasser zurückziehen und sind somit leichtere Beute für die Hornhechte. Genau dieser Zeitraum, in dem die Futterfische leichte Beute sind, ist auch die Zeit, wo die Hornhechte extrem anfangen zu jagen.
Auf den ersten Hornhecht sollte ich auch nicht allzu lang warten, doch er war noch weit untermaßig und durfte somit auch wieder schnell zurück ins Wasser. Hier kann man gut erkennen, wie schnell das Wasser sich bei Ebbe zurückzieht. Die Zeit von Aufbau bis zu dem Bild jetzt sind ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde. Und der nächste Hornhecht hat angebissen, somit Nummer 2 des Tages. Genau die richtige Größe, um die Fische in der Küche verwerten zu können. Den Hornhecht vom ersten Tag, den ich gefangen habe, habe ich zur Hälfte geopfert, um Köderstreifen draus zu schneiden. Die Lachsstreifen wollten die Hornhechte dieses Jahr nicht so gut nehmen und somit probierte ich eine andere Alternative. Zur Abwechslung bekam ich diesmal den Biss auf die passiv stehende Rute. Die Hornhechte haken sich bei der relativ schweren Pose mit 80 Gramm beim Wegziehen selber. Das sah an diesem Tag schon nach einer wesentlich besseren Bissfrequenz aus. So macht Hornhechtangeln Spaß. Alle 10 bis 15 Minuten ein Biss. Der nächste Hornhecht ist wieder auf die passiv stehende Pose bzw. Montage, ca. 60 bis 70 Meter vom Ufer entfernt in der Strömung trieb.
Hier kann man auch die Strömungskante gut erkennen, an der weißen Schaumkrone auf dem Wasser, die sich parallel zur Küste linienförmig abbildet. Ich werfe die Montage in Richtung 10 Uhr aus, lasse sie mit der Strömung an gespannter Schnur abtreiben. Wenn ich in der Zeit keinen Biss bekomme, hole ich ungefähr bei 14 Uhr langsam wieder zu mir mit leichten Kurbeln ein. Während der heißen Beißphase der Hornhechte kann man eigentlich danach gehen, sobald die Pose im Wasser ist und treibt die ersten 10 bis 15 Meter ab, habe ich eigentlich fast immer irgendeinen Zupfer oder Biss bekommen. Ob die Fische hängen bleiben, ist halt immer die Frage, aber die Bisse sind definitiv da. Es gibt wie bei vielen Fischarten auch manchmal nur wirklich Beißfenster bzw. ganz kurze Zeitfenster, wo die Hornhechte beißen. Eventuell liegt es daran, dass die Schwärme dann gerade vorbeiziehen und man kann dann in einer Stunde schnell mal 10, 15, 20 Hornhechte fangen. Es kann aber auch sein, dass man 5 Stunden nicht einen einzigen Biss bekommt. Hier hat das wieder mal geklappt und der nächste Hornhecht wandert gleich in meine Kühlbox. Die nächste Szene ist auch wieder umgeschnitten, vom Einwurf des Köders bis zum Biss. Eine Triffzeit bzw. vom Einwurf des Köders bis zum Auskurbeln und Neueinwerfen dauert immer so ungefähr zwischen 2,5, 3, je nachdem wie weit ich rauswerfe, auch schon mal 4 Minuten. Da ich ja zwei Systeme fische, einmal die passive Route mit der schweren Hornichtpose und einmal die Bombarde geschleppt, kann ich immer gut vergleichen, worauf die Hornhechte eher gehen. Falls sich eine Variante als die vielversprechende oder erfolgreichere abzeichnet, wechsle ich dann und stelle immer auf beide gleichmäßig um. Hier war jetzt wieder die aktiv geführte Variante die fängigere von beiden. Ja,
Im Vergleich zu den ersten beiden Tagen bei Neltians und auf die Steg in Westkapelle habe ich diesmal an der aktiv geführten Route den feststehenden Bombard getauscht gegen einen 30 Gramm schwimmenden ohne Stopper auf der Hauptschnur. Somit konnten bei Bissen oder Zupfern die Hornhechte die Köder nehmen und ich konnte den Kontakt bzw. die ganz, ganz feinen Bisse noch sensibler spüren und dementsprechend anschlagen oder noch Schnur geben. Was mir aufgefallen ist, dass dieses Jahr extrem nur lange Vorfächer eigentlich gefangen haben. Oftmals werden auch bei diesen feststehenden Hosenmontagen nur Meter Vorfächer gefischt, vielleicht anderthalb, aber auf der aktiv geschleppten Route ging nichts unter 3,5 Meter Vorfachlänge. Viel mehr brauchst du im Urlaub nicht. Schönes Wetter, Fische im Meer, pure Erholung. Wieder die aktiv gefischte Route, erfolgreicher Braunhecht.
könnte sagen, das Beißfenster hat sich gerade richtig geöffnet. Der Wasserstand, den man jetzt hier sieht, ist kurz vor der tiefsten Ebbe und die Fangzeiten lassen danach eigentlich bekanntlich relativ stark nach. Trotz der schlechter werdenden Bedingungen, was den Wasserstand betrifft, haben nur noch einige Hornichte gebissen. Aufgrund dessen, dass sich durch die abnehmende Wassertiefe die Querströmung erhöht, nimmt auch die Fehlbissquote zu. Das heißt, wenn ich den Köder in der Drift führe, hat der Hornicht weniger Zeit, den Köder vernünftig zu packen und packt dann oftmals nur entweder auf den Fischfetzen oder verfehlt ihn komplett. Und man merkt, er hat immer nur ein kurzes Tocken in der Schnur, packt aber nicht richtig und der Köder sitzt nicht vernünftig. Also zum Schluss in der letzten halben Stunde hatte ich mit Sicherheit auf einen richtigen Biss, wo der Fisch auch hing, hatte ich bestimmt 6 oder 7 Fehlbisse gehabt. Was ich an dem Angelplatz letztes Jahr mal hatte, war, dass der Wind so ablandig gelaufen ist und auch die Ebbe, dass ich die schwere Hornichtpose ausgeworfen habe und dann wirklich 90 Grad zum Ufer abgedriftet ist. Ich hätte nachher die relativ große Pose kaum noch mit dem Auge auf dem Horizont erkennen können. So weit war ich draußen. Und da bekam ich sogar noch teilweise Bisse. Also ich schätze mal gut und gerne, man kann sie mal schlecht schätzen, aber zwischen 100 und 150 Meter war die Pose irgendwo draußen gewesen. Wo ich auch eigentlich immer gut erkennen kann, ob Hornächte an der Küste vorbeiziehen ist, ob relativ viele Robben da sind. Also die Robben sind ein guter Indikator, dass Fisch vor Ort ist. Wenn man Robben am Ufer sieht, beziehungsweise am Horizont vorbeizieht,
tauchen, ab und zu kommen sie mit dem Horn nicht hoch in der Schnauze. Das ist das beste Zeichen, dass wirklich Fisch an der Küste vorbeizieht. Der nächste gefangene Hornecht ist auch der letzte des Tages, danach haben wir eingepackt und haben uns den nächsten Tag dann entschlossen, nach Suteland an den Strand zu fahren und mit den Brandungsruten unser Glück zu probieren. Auch wenn die Hornechte besser beißen würden, würde ich trotzdem nicht mehr wie 8 bis 10 Stück pro Tag mitnehmen, beziehungsweise über 2 Tage verteilt. Wir fangen nur das, was wir auch selber dann in Holland essen und das reicht, wenn man dann wirklich 8 Stück filetiert. Den Rest von den Fischabfällen kann man dann den Möwen bzw. den Robben wiedergeben. So wird der Fisch komplett verwertet und nichts wird verschwendet. Tag 4 in Westkapelle. Wir probieren das erste Mal jetzt an der Küste von Suteland, direkt am Stadtzentrum über die große Treppe unten zum Strand. Unser Glück auf Plattfische, Seezungen, Schollen, was halt beißt. Geangelt habe ich dieses Jahr nur mit Wattwürmern. Letztes Jahr habe ich noch die Seringenwürmer getestet. Aber auf Wattwürmer habe ich irgendwie ein besseres Gefühl, dass da mehr geht. Der erste Kontakt kam auch relativ schnell. Ich war gut eine Dreiviertelstunde vor Ort und den ersten Zupfer hatte ich dann an der linken Rute. Nach dem ersten Zupfer zog ich die Schnur leicht, ungefähr 30 cm bei, kurbelte ein Stückchen zurück und dann kam der nächste Biss. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hatte ich einen Schnurriss. Ich kann mir nicht erklären, ob es irgendwo an einer Steinpackung vorher mal die Schnur beschädigt hat im letzten Jahr. Ich habe bei der Montage geguckt, ob irgendwas dran war.
Für mich kam sie einwandfrei vor, trotzdem hatte ich den Fisch verloren. Mit Montage leider Gottes. Nachdem ich die Route wieder vorbereitet habe mit einer neuen Plattfischmontage und Grundblei, wurde sie direkt neu ausgelegt. Das Gute war, dass ich den abgerissenen Fisch mit Montage wenige Minuten später in der anderen Route verfangen hat und somit konnte ich dann die Montage mit Schnur, mit Blei und mit Fischen aus dem Wasser kriegen. Zur Abkühlung und für die Nerven zu beruhigen, für den verlorenen Fisch erstmal ein schönes, kühles Radler alkoholfrei. Das hilft ungemein. Da sich die Rutenspitze immer leicht wippte und ein stetiger Zug drauf war, kontrollierte ich die. Und dabei konnte ich feststellen, dass, wie gesagt, der vorher abgerissene Fisch mit der Montage rechts in die Strömung hochwanderte und dabei sich in meiner rechten Route verfing. Somit konnte ich dann die zwei kleinen Plattfische, die dran waren, noch retten, die Montage retten. Und es ist kein Fisch bzw. kein Müll im Meer geblieben. Egal wie groß die Fische sind, aber die ersten Plattfische, die man fängt, sind da was Besonderes. Und da ich letztes Jahr komplett abgeschneidert habe, freut sich mich dieses Jahr umso mehr. Hier könnt ihr meinen ersten Fang sehen, den ich auf meinen Brandungsrouten gefangen habe. Zwei kleine Plattfische, die habe ich auch schön geschont, abgehakt und zurückgesetzt. Den beiden ist nichts passiert, die schwimmen wieder putzmunter und können noch wachsen und sollen ihre Mutti schicken. In der Größe konnte ich ungefähr in der ersten Stunde 10 bis 14 Stück fangen. Genau gezählt habe ich sie nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr genau, aber es waren auf jeden Fall mehr wie 10, aber nicht mehr wie 15. Da die Ebbe einsetzte, musste ich alle 20 bis 25 Minuten mit dem kompletten Geschirr immer 15 bis 20 Meter nach vorne marschieren. Soll mal einer sagen, Angeln hat nichts mit Sport zu tun. Hier nochmal ein Dankeschön an die Facebook-Gruppe Angeln in Seeland und auch Isle of Westkapelle. In den beiden Gruppen habe ich super Tipps bekommen, was Köder, Montagen betrifft. Ein besonderer Dank gilt hier Ralf, der mir ein paar Einblicke in seine Angelei gegeben hat, beziehungsweise wertvolle Tipps, was Hakengrößen und dementsprechende Montagen betrifft. Besten Dank auf den Weg und man sieht sich bestimmt mal am Wasser. Was mir am Herzen liegt, ist, dass man, wenn man angeln geht, immer so angelt, dass man andere Menschen, die dann ihrem Hobby nachgehen, mit dem Hund spazieren, nicht behindert, immer höflich ist. Wichtigste ist, sein Müll mitnimmt und somit ein friedliches Miteinander zusammen leben kann. Hier könnte mein Zielfisch Nummer 1 sehen, wenn ich Brandungsangeln probiere. Leckere Seezunge. War mir leider nicht verwehrt, dieses Jahr eine zu fangen. Um trotzdem welche genießen zu können, sind wir dann gemütlich abends zur Scheldesicht nach Westkapelle gegangen und haben dort wunderbar gegessen und getrunken. Sehr empfehlenswert und immer wieder ein Ausflug wert.
Beim ersten Tag Brandungsangeln dieses Jahr konnte ich zumindest meine ersten kleinen Plattfische fangen. Was Größeres ist leider nicht hängen geblieben. Alle kleinen wurden sorgfältig zurückgesetzt. Und somit probierten wir es einen Tag später nochmals, jedoch zu einer anderen Zeit. Wir begannen zu einem Wasserstand, der wesentlich tiefer war. Hier kann man gut erkennen, dass hier vorne vor meinem Dreibein eine kleine Rinne ist, in der ich am ersten Tag scheinbar immer reingeworfen habe. Unwissend, aber dort standen scheinbar die Fische in dieser Senke. Hier kann man mich sehen, wie ich versuche, einigermaßen geschickt die Wattwürmer mit einer Nadel aufzuziehen. Gelingt leider nicht immer. Es war ein klasse Urlaub wie jedes Jahr auf Seeland mit Bombenwetter. Wir werden nächstes Jahr wiederkommen, unser Glück wieder probieren. Mal schauen, was nächstes Jahr so läuft. Und bis dahin erstmal viel Petri Heil und machtet gut.